Gut, ihr lieben Meckereien. Gestern haben wir die Kabel ja in die Kabelkette eingebaut, in die eine Kabelkette. Ich habe jetzt mittlerweile die anderen Kabelketten auch schon vorbereitet. Und ich muss einen kleinen Nachtrag machen, denn der Kabelbaum war gestern natürlich nicht komplett, sondern es war nur exemplarisch, halt entsprechend, wie das Ganze später aussehen könnte. Das heißt, die Kabel sind jetzt alle in den Kabelketten drin. Und ich habe schon angefangen, entsprechend die einzelnen Kabelketten fertig am Gehäuse zu montieren. Das ist nicht ganz einfach, es ist ein bisschen frickelig, genauso wie das Einbauen der Kabel in die Kabelkette rein. Deswegen habe ich das Ganze jetzt erstmal in Ruhe halt so Stück für Stück gemacht, um dann alles euch entsprechend im Nachgang vor der Kamera zeigen zu können. Fangen wir gleich mal mit an. Die Z-Achse ist am Gehäuse unten montiert. Das heißt, da gibt es diesen kleinen Block, den man quasi am Gehäuse festschraubt. Und dieser Block ist dann an der Kabelkette montiert oder befestigt und dadurch steht die Kabelkette schon mal recht stabil da. Oben an der Gantry kommt dann nochmal eine Halterung dran, die nochmal ein bisschen Druck auf diese Kabelkette gibt von der Z-Achse, damit die auch gerade in Position bleibt. Dann werden die Kabel quasi einmal rumgebogen und werden an der Gantry nochmal befestigt, damit die Kabelkette auf sowohl unten als auch an der Gantry befestigt ist. Und von dort aus gehen die Kabel dann weiter bis zur nächsten Gantry. Von da aus muss man gucken, dass man erstmal, und das ist der fricklige Part, da müssen nämlich zwei Teile zusammengesteckt werden und dann entsprechend an dem Gehäuse verschraubt werden oder an den Profilen verschraubt werden. Und das ist eine ultra fricklige Sache, weil vor allen Dingen auch die Kabel im Weg sind. Und ja, ich weiß, als ich nach Hilfe gefragt habe im Voron-Channel, auch wegen einer anderen Sache, hat man mir, glaube ich, eigentlich immer das Feedback gegeben, ey, investiert die paar Euro und kauft dir eine Igos, spart dir ein paar graue Haare. Ja, die habe ich jetzt mehr, von daher. Die Y-Achse ist, wie ihr sehen könnt, auch schon entsprechend mit einer Kabelkette ausgestattet. Lediglich die X-Achse ist noch nicht mit einer Kette ausgestattet. Und das hat einen ganz wichtigen Grund. Ich war nämlich deppert und habe beim Zusammenbauen ein paar Teile zerbrochen. Und die habe ich jetzt nochmal neu gedruckt und die setzen wir dann auch Stück für Stück nochmal neu zusammen. Das müssen wir dann leider Gottes an der Gantry direkt machen, aber wer so torpig ist, muss halt auch damit leben, dass man es direkt in der Gantry macht. Genau. Ansonsten kann ich jedem nur empfehlen, wenn ihr die paar Euro übrig habt, um euch die Igos-Ketten zu bauen, kauft euch die. Die werde ich auch noch bestellen. Und es macht euch das Leben super viel leichter. Ja, ihr spart euch dadurch graue Haare ein, ihr gebt dafür zwar ein bisschen Geld aus, aber ihr braucht nicht so viel zu drucken. Und wenn die einmal da sind, funktionieren die bestimmt super. Ja, das ist das Feedback, was ich von vielen bekommen habe. Von daher, danke an alle, die mir das Feedback gegeben haben. Ich werde die auch noch bestellen. Und dann bauen wir die auch mal zusammen in einem von den nächsten Vlogs nochmal zusammen ein. Was gibt es sonst noch zu berichten? Einen ganz wichtigen Punkt, und ich nehme euch jetzt einfach mal mit rüber und zeige euch die einzelnen Punkte, die mir als Knackpunkte und mir als Stolpersteine quasi sich in den Weg gestellt haben, wo ich ein bisschen einen Denkfehler hatte teilweise. Um euch diese Qual quasi zu ersparen. Das sind Sachen, die sind eigentlich selbstverständlich. Wenn man es sieht, weiß man, ach ja, okay, klar, so ist, muss es sein, so muss es funktionieren. Aber wenn man davor steht und dann denkt, das muss doch eigentlich, aber es funktioniert nicht, verrennt man sich gerne mal. Und das möchte ich euch jetzt gerne mal im Detail zeigen, wo ich denn da die Stolpersteine hatte und wie das dann entsprechend bei mir Zeit gekostet hat. Da haben wir auch schon den ersten Knackpunkt. Wir gehen gleich nochmal hier runter an den anderen Punkt hier unten, dahin. Hier gibt es einen Knackpunkt. Ich nehme mal gerade die anderen zwei Teile aus der Box raus. Und zwar druckt ihr diese Teile doppelt. Und den Knackpunkt, den ich hatte, ist, wenn ihr diese Teile doppelt druckt, habt ihr quasi einmal an der Y-Achse und einmal an der X-Achse einen Punkt, wo einmal eine erweiterte Version quasi mit etwas größeren Löchern verfügbar ist und einmal eine Version mit etwas engeren Löchern. Und die mit den etwas engeren Löchern oder die mit den weiteren Löchern von der X-Achse passt hier genau auf die Y-Achse drauf als Gegenstück. Ja, Moment, ich zeige es nochmal andersrum. Passt hier so genau drauf. Ja, es ist ein Stolperstein, finde ich, weil ich habe mich gewundert, warum halten die Schrauben da nicht drin? Habe ich da irgendwas vergessen? Yodobai im Voron-Discord hat gemeint, mach's mit Uhu fest. Ha, ja, super, okay, ich habe gedacht, das wäre wirklich ernst gemeint. Aber wenn man dann genau hinguckt, sieht man, okay, das Teil hier ist verjüngt
Ja, und das gehört eigentlich dann hier hin. Und das ist, finde ich, okay, das müsste man halt mal, ich weiß nicht, da finde ich die Anleitung manchmal nicht selbsterklärend genug oder nicht so schön. Vielleicht bin ich aber auch einfach zu sehr dummi dafür. Ich weiß es nicht genau. Aber ich würde mich freuen, wenn man da irgendwie nochmal so einen kleinen Hinweis macht. Hey, da gibt es einmal mit einem verjüngten, einmal mit einem nicht verjüngten Durchgang, dass die Schraube auch drin festhält auf der verjüngten Seite. Das wäre schön, denn es hat mir ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet. Aber als ich es gewusst habe, sieht man, die Kabelkette hält. Auch ansonsten ist die Kabelkette recht stabil, wenn man sie zusammengeschraubt hat. Hier oben, ich kann mal gucken, ob ich das mit der Kamera eingefangen bekomme. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht, aber das geht halt wieder auseinander und nicht, ja? Und geht wieder zurück in den Ursprungszustand. Das wackelt halt ein bisschen. Hier an den Stellen, wo die Kabelbinder dran sind, auch massivst, ja? Das ist also nicht wirklich schön, aber hält, wenn man die Kabelbinder drin hat. Bis man die Kabelbinder drin hat, ist es echt krampfig. Zweiter Punkt. Ich hoffe, ich habe die Kamera richtig fokussiert. Hier unten das Teil. Hier seht ihr zwei Schrauben drin. Und das sind zwei Teile, die sind ähnlich wie diese Teile hier. Auch links und rechts quasi, wenn man jetzt so oben oder vorne, hinten, also vorne, hinten. Und die werden halt durch Schrauben, durch Klemmen halt festgehalten da drin und sind halt ultra wackelig. Also ich habe es schon geschafft, auch als ich versucht habe, die Kabel wieder richtig reinzumachen, dass allein sich diese Befestigung hier löst, ist also nicht die schönste Art und Weise. Ich hätte mir gewünscht, wenn das irgendwie ein bisschen anders möglich gewesen wäre, das abzubilden. Ich weiß nicht wie momentan, ist halt eine fricklige Sache, wie man es mit 3D-Druck lösen will. Muss man auch mal gucken, wie man das noch hinkriegt auf lange Sicht. Aber wie gesagt, geplant ist halt die Igos-Schienen noch mal reinzubauen oder die Igos-Ketten reinzubauen, dann ist das ganze Thema sowieso erledigt. Der nächste Punkt, ich mache mal die Kamera ein bisschen weiter noch auf, ich ziehe das Objektiv noch ein bisschen weiter auf. Das ist quasi die Z-Chain. Ja? Die ist soweit ganz cool, die wird noch mal, ich habe es jetzt noch nicht befestigt. Wo habe ich das Teil denn? Hier. Die wird quasi noch mal durch dieses Bauteil später am Platz gehalten und wird noch mal ein bisschen in Position gerückt, damit die aufrecht stehen bleibt. Ja, damit die nicht so, weil man sieht, die kann dann gerne so zur Seite wegkippen. Soll natürlich nicht, muss ich auch noch gucken, wie ich die befestigt bekomme. Eine M3 Mesumi Mutter bekomme ich da rein. Die andere passt halt nicht nebendran, dann kriege ich die Schrauben nicht mehr befestigt. Vielleicht gibt es da auch ein Druckteil, weil ich einfach nicht gedruckt habe und nicht rechtzeitig eingebaut habe, kann auch sein. Ansonsten, was ich auch natürlich wieder am Schluss gemerkt habe, dass ich das Ding halt, so dumm wie ich war, halt falsch rum eingebaut habe, dass die Cable Chain quasi hier rumging vom Bogen her. Das ist aber nicht weiter tragisch. Hier unten dann nur gucken, dass man dieses Verbindungselement rausbekommt langsam. Man muss ein bisschen aufpassen, wie gesagt, die Dinger brechen halt auch mal gerne, wenn man es zu fest macht. Aber hat soweit geholfen und ich habe dann die Cable Chain einfach nur ein bisschen umdrehen. Das geht einwandfrei, die Kabel haben da auch mitgespielt, das war auch kein Thema. Und hier ist ja soweit sonst alles starr. Genau. Hier unten war einwandfrei, war selbsterklärend. Hier kommen zwei 320er rein, da eine M510. Und die Kabel kommen hier unten raus. Hier unten habe ich die jetzt ein bisschen sortiert noch nach Heizbett, nach Drives und Toolhead. Von daher funktioniert das einwandfrei. Genau. Ansonsten bin ich jetzt gerade, wie gesagt, nochmal die Teile, die ich kaputt gemacht habe, auch hier an der X-Chain entsprechend. Ach, da sehe ich, da habe ich wieder ein Kabel rausgemogelt. Yay! Werde ich gleich nochmal reinmogeln dürfen. Bin ich gerade dabei, die ganze X-Chain nochmal zusammenzubauen. Und dann entsprechend den Toolhead anzuschließen. Ich hoffe, ich habe hier genug Kabel. Ihr seht, ich habe jetzt hier mal wirklich großzügig so 3,5–4 Meter entsprechend an Kabel durchgereicht. Das sollte eigentlich reichen bis unten ans Druckbett. Ich hoffe, ich habe nirgendwo einen Denkfehler gemacht, dass ich irgendwas vergessen habe oder so. Ich weiß auch noch nicht, wie ich die Kabel halt entsprechend, soweit habe ich jetzt noch nicht geguckt oder mich schlau gemacht, wie ich die Kabel hier schön verstecke, wenn sie hier gerade am Übergang sind, was ich da mache. Da werden mit Sicherheit Gewebeschläuche oder irgendwas drüber kommen, dass das Ganze schön sauber und ordentlich verpackt ist und nirgendwo was kaputt geht. Genau. Das soll es soweit gewesen sein für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt ihm bitte einen Daumen nach oben. Zum Abschluss gibt es nochmal ein bisschen B-Roll von den einzelnen Chains. Und vom Zusammenbau bis dahin, ich sehe euch morgen wieder. Bis dahin, happy printing!